Guten Morgen. Junge, das war eine harte Nacht. Also die Temperatur, Gerüche und die Couch an sich sind ein lebensfeindlicher Untergrund. Julian, die Russen stehen vor der Tür, die Russen! Die Russen stehen vor der Tür. So, es ist jetzt eine Stunde vergangen. Der Mann schläft ja immer noch. Bin schon wach. Also, schade, schade, schade. Bin schon wach. Was wurde hier noch verspeist? Bevor ich gegangen sind Nudeln. Ich gegessen. Statement zur Gesamtsituation. Was soll ich denn dazu noch sagen? Zu dem ganzen Scheiß, will ich einfach weiter schlafen. Hör mir den Silber zur Qualität der Omega und Swatch Moon Also ich muss Swatch. sagen, Omega blamiert sich damit massivst. Allein dieses Band, egal bei einer kleinsten Bewegung, was ist Bewegung? Man kann die schon so tragen, aber die irgendwo, wenn man eine Jacke aussieht, das hängt, die geht direkt auf. Und das ist wirklich ja bei mehreren Leuten so. Du bist ein wunderschöner Mann. Dankeschön. Gehen wir jetzt frühstücken? Und was frühstücken wir? Puren Hass. Ich dachte Asiaten. Feinstes Freibier zum frühen Morgen. Mit einer Wespe drin, toll. Oh. So, was macht mich wirklich sauer, wenn man extra zu diesem Automaten geht und dann ist der außer Betrieb. Wo ist jetzt der nächste? Sendlinger Tor. Also langsam werde ich wirklich verdammt sauer. Das ist. Nee. Feinste Speisen werden jetzt zu sich genommen. Thai Curry, die Tagessuppe. Der Mann isst Partei mit Tofu, das ist wirklich sehr Ja, aber beschämend. warum? Wie bitte? Na, weil ich habe das bestellt, aber die gibt mir das. Hängst du hier mit dem August ab? Bestelle nichts mit Tofu. Es wird mir niemals einfallen, sowas zu bestellen. So, mein Guter, was ist jetzt der Plan? Wir werden jetzt feiern gehen. Im Pimpernel. Geht alle hin. Ich werde mir danach einen Döner genießen. Was soll sonst der Plan sein? Sinnloser Suff wie immer, verdammte Scheiße. Vielen Dank für die zahlreichen Freigetränke auf jeden Fall. Das ist Sinn. Kommt alle in die Milchbar! Milchbar Hass! Haben wir uns eigentlich heute schon mal komplett in die Erde? Junge, diese gottverdammten Kakerlaken, Alter, das ist einfach nur noch widerwärtig. Das Haus des Gastgebers ist völlig verseucht, Junge. Dönerwut finden Dönermänner gut. Ayran-Hass finden Ayran-Trinker krass. Schmeckt's? Naja, dafür, dass es der letzte Döner ist. Das Beste ist, dass hier keine wütenden Jugoslawen auf dich warten. Na, wie letztens, ne? Gibt's da eigentlich noch ins Met? Was gibt's? Ins Met? Ich soll kommen, ich hab eine Armbrust. Nee. Also, wenn man feiern ist, da sind ja viele Clubs, ist das der beste Döner. Zu sagen. Ich bin jetzt an der Hälfte des Lamadschun. Und dieser Mann hat sich um 4.20 Uhr, das ist kein Witz, das ist wirklich 4.20 Uhr, an der Müllerstraße, noch einen Döner gekauft. Und ich habe noch 5 statt 6 bezahlt. Na was denn? Ich kenne den Dönermann. Guten Morgen, es geht doch nichts über so ein Katerfrühstück und feinste Elektrolyte und Vitamine.
Das stinkt, du Sau. Während ich am harten Arbeiten bzw. Schneiden, Rendern und Hochladen bin, lebt der Gastgeber das echte, wahre Influencer-Leben. Und schläft immer noch. Bullen stehen vor der Tür, die Bullen, die haben den Ort entdeckt. Was? So, jetzt bin ich nicht. Hab jetzt wieder eine Viertelstunde gewartet, damit die Sau wieder einschläft. Jetzt kann man ihn nochmal wecken. Reicht's mir endgültig, der Mann muss abbrennen. Spinnst du jetzt so komplett oder was? Es ist 14.30 Uhr. Was ist denn los? Ich schlafe jetzt eine halbe Stunde, dann gehen wir Kalbskopf essen. Ich war auch bis 7.30 Uhr noch wach. Also. Und hab zwei Döner gegessen. Und bin ultra müde. Ich würde eigentlich bis 16, 17, 18 Uhr schlafen können. Das ist einfach nur die Definition des guten Lebens. Ja, nee, eigentlich nicht. Kannst du bitte mal präsentieren, wie man hier richtig drauf drückt? So schon mal nicht, also. So. Was ist jetzt die Mission? Wir gehen jetzt Kalbskopf essen. Also du, ich probiere davon und ich habe keinen Magen dafür. Und ich werde wahrscheinlich noch einen Oberteil. Habe ich dir eigentlich heute schon mal gesagt, dass ich dich liebe? Ja, oft genug. Es gibt schwarzen Tee und eine Vorsuppe. Schmeckt's? Ja, aber mich macht's wütend, dass kein Fleisch drin ist. Kalbskopf. Oh ja. Unfassbar zart und schmackhaft. Sieht aus wie Jägerschnitzel, aber ist es nicht. Feinste Karspatzen. Kaffeesahne ist doch lecker. Ich weiß nicht, was du wegen Kaffeesahne hast. Die gehört auf jeden Fall nicht in den Tee. Ja, für Engländer schon. Sehe ich aus wie ein Engländer? Ich weiß ja nicht, also. Junge, jetzt gibt's erstmal was fürs leibliche Wohl, weil ich habe lange keine Zigarre genossen. Ach, oh, das ist schon wieder so herrlich. Diese Schaufenster hier, diese Genüsse, feinste Getränke, feinste Zigarren. Das ist wirklich. Alter, oh. 300 Euro. So eine Pfeife, die würde auch gut zu dir passen. Ich habe ja eine zu Hause. Junge. Das ist immer nicht hin, das Stopfen und diese ganze Kacke und das Anzünden, das gibt auch gesagt. Hier habe ich die Basics. Die gekrümmte, da ganz unten links habe ich zu Hause. Das sieht genauso aus wie mein Home. Die hat noch 40 gekostet, wo ich sie gekauft habe. Jetzt kostet sie schon 59. Hast du Tipps gegen die Insolvenz bzw. die Inflation? Aus Deutschland, das ist das einzige. Ja, verdammt nochmal. Also ich kann jetzt nicht wirklich behaupten, dass das eine gute Wahl war. Für 5 Euro. Der Mann, der hat mich scheinbar als Banausen wahrgenommen und wollte mir ein sehr günstiges Produkt andrehen. Man sollte nicht sparen bei der Zigarre. Vor allem diese scheiß Streichhölzer. Ist jetzt wirklich nicht so gut. Aber es geht um den Lifestyle, um den Vibe. Ich meine, dieser Mann, der ist einfach dazu gemacht, Zigarre zu rauchen. Das gute Leben.
Wie war Arbeit heute? Wunderbar. Was sind denn so die 5 Säulen des guten Lebens für dich? Die 5 guten Säulen des Lebens? Essen, Frauen, Intelligenz, das reicht eigentlich, finde ich. Frauen, gutes Essen, Intelligenz, Lungenkrebs. Jawohl, da stimme ich zu. Und ein schöner Tod. Das sind jetzt 5 gute Säulen. Mein Name ist Urin Geller und ich möchte euch mal einen Zaubertrick vorführen. Ja, der Schnitt. Dieser Mann kommt direkt aus Berlin. Bitte Statement zum Kühlschrank. Nimm doch mal bitte einen richtigen Hieb. Alter. Ihr habt den doch vergessen. Ich hab das vergessen, bevor ich nach Dresden gefahren bin. Du hast den wirklich vergessen. Was? Ich dachte, das wäre ein übelst teurer Scheiß. Guck mal. Nee, es geht in den Brief. Das geht. Nein, das hier, guck mal. Das ist nicht das Fleisch. Das ist Fleisch, Zucchini. Dieser Saft, dieser Schweinesaft. Ist das von dem Kopf? Guck mal, die Zucchini. Das ist nur diese... Oh, das stinkt so... Oh, nein! Schimmelsprobe! So, jetzt wurden erstmal 6 Chiemseer, Uludeck, Wasser und ein paar Vitamine eingekauft. Der Abend, der wird schon wieder schön. Uludach! Bitte öffnen Sie dringend das Bier. Wir sind chronisch unterhopft. Mein Name ist Herr Biernot. Einmal. Und zweimal. Und dreimal. Haben wir heute eigentlich schon mal die eigene Mutter geleckt? Ich distanziere mich davon. Stimmt, da ist ja die Oma. Kannst du mir nie sagen, dass es nicht schmeckt? Natürlich, es schmeckt schon, aber... I was away from home. Ich war damals 13 Stunden täglich aus dem Haus. Später fand ich heraus, dass meine Mutter Jean mit Kochlöffeln und anderen Dingen geschlagen hatte. Haben wir doch eigentlich schon mal eingeschaut. Ganz vergessen. So, das ist ein Geburtstagsgeschenk. Vielen Dank auf jeden Fall dafür nochmal. Jetzt wird die Flasche war nicht verpackt. Das stimmt doch gar nicht. Echt? Alter. Alles Gute zum Geburtstag. Oh, ja, danke gleichfalls. Echse ja los. Junge, du bist krank so. Wir haben den Hals gekillt. Alter. Das ist wirklich köstlich. Das schmeckt wie eine geile Nachspeise beim Italiener. Nee, die beste Nachspeise war im The Grill. Oh ja. Ach, das ist ich hier nämlich einfach Scheiße aus einem gemacht. Omas Geheimnis. Gabis Geheimnis. Gabis Geheimnis. Gabis Geheimnis ist diesen Faust. Ich würde so gerne ausrutschen in seinem Bauch. Schau dir das mal an. Die tragen die Jeans wirklich nur noch gar nicht mehr fast. Ja, das sind die Stützen. Was zum Geier? Will ich wieder eins davon entnehmen? Griechenland. Warum fahren wir eigentlich jetzt nicht nach Griechenland? Können wir gerne machen, von mir aus. Nee, wir reisen jetzt nach Asien und zwar im Handumdrehen. Ich habe jetzt einen Tisch reserviert für 3, aber erst eine halbe Stunde lustigerweise, in diesem massiv exklusiven asiatischen Restaurant. Prognose? Ja, nee. Wir sehen halt aus wie die letzten Penner. So, wir sitzen jetzt hier in diesem wunderschönen Lokal und dieser Mann hat einfach nur noch 6 Cent auf dem Konto, aber er baut diesen Monat 59 Schubkarren Ökosystem wieder auf. Statement? Das ist wunderbar. Also, wenn man so Schubkarren aufbaut, braucht man kein Geld. Der erste Gang ist eingetroffen, feinstes Tatar mit Fladenbrot und das hier ist Entenstopfleber und zwar ein krankhaft verfettetes Organ. Ich will gar nicht die Preise erwähnen. Das isst man auch nicht mit den Fingern. Das Tatar geht eigentlich Alter.
Das ist geil, Alter. Warten wir noch auf den Mann oder essen wir? Das Tartar wird kalt. So, drei wunderbare Cocktails wurden bestellt. Ich will gar nicht wissen, was das kostet. Schnick, schnack, schnuck, wer bekommt den? Jawohl. So, jetzt kommt auf den Panda. Der Verlierer kriegt den Panda. Ja. Der Gewinner. Der Verlierer. Macht doch keinen Scheiß. Der Gewinner kriegt den Panda. Der Verlierer kriegt den. Der Gewinner kriegt den. Alter, Maul. Der Verlierer kriegt den Panda. Der Verlierer kriegt den Panda. So. Ha, du trägst Pandasau. Panda, es tut mir leid. Haben wir schon mal eingeschissen? Ganz auf die Ausrottung der Pandas. Hey. Ich habe schon wieder vergessen, wie das Restaurant heißt. Hutong Club. Ich muss sagen, es ist sehr kostspielig. Das Essen war sehr köstlich. Die Portionen sind relativ klein. Wie mein Glied. Die Cocktails waren sehr schmackhaft, stark. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Es ist empfehlenswert. Junge, was sagst du dazu? Das Essen war sehr lecker, aber die Bedienung war scheiße. Die wollte aus 151 nicht 150 machen. Nach langer Suche habe ich sie endlich gefunden. Schönen guten Frank Blasberg für dieses wunderbare Eis hier. Wie ist jetzt der Kontostand des Gastgebers? Ich will es gerade wissen. Aber immer noch mehr als sein Kontostand. Also. Ja, das stimmt. Ich esse jetzt bei 3 Grad Eis. So, haben wir schon mal angeschaut? Wo ist Mr. Diabetes? Ich steht vor mir. Weil dieses Nocker-Eis ist immer geil, Alter. Ohne Scheiß. Ich liebe dieses Eis. Nocker-Eis. Heißt so. Ja, genieß es. Dass die das noch nicht geändert haben. Das ist aber reis, das ist ja ungeheuerlich. Dieser Mann entwertet jetzt an diesem zwielichtigen Automaten sein gesamtes Konto-Statement. Ja, toll. Dafür gab es lecker Essen. Wenn man uriniert, schon wieder wild. Der Mann entleert an diesen zwielichtigen Automaten. Alter, ich wollte sie nicht stören. Das ist alles gruselig hier. Goldbergesang! Weißer Weißwein! Wir müssen uns heute mit Alkohol umbringen! Das ist der feinste Döner. Steht mit dem Döner? Sprich es bitte aus. Falafel. Aha. Kann man das völlig besorgen? Junge, ich habe beide Döner extra scharf bestellt. Die sind völlig chili überladen. Wie schmeckt's? Nicht scharf. Alter! Risiko Maximum! Du hast noch 1 Euro! Risiko! Und den willst du jetzt investieren? Risiko! Du musst erst mal spielen! Viel Glück! Nee, wie kann ich das Einsatz ändern? Ja. Jo, denn. Nein, bitte nicht! Nee. Wie viel willst du denn spielen? Das Geräusch gefunden. 10 mal noch an diese Scheiße drücken. Geil, geht's dir gut? Junge, Alter. So, alles ist weg, geil. Nee, komm bitte, was ist denn das hier? Hundehatz! Was ist das denn hier? Das ist Warum steht hier 1,60? Sei nicht so laut. Du bist zu laut. Bitte hör auf. Sei nicht so laut. Wir müssen dringend gehen, die stechen ins Jahr. Warum steht hier 2 Euro? Na, weil du mehr einsetzen musst. 2,10. Das ist mein Geld. Nein, Mann, das ist das, was du willst. Junge, so ein Schwachsinn. Nimm es gerade. Nimm es gerade. Warte. Warte. Ist so Ja. Ist ja
Ja, schön. Trink jetzt bitte das Wasser. Bitte trink jetzt das Wasser. Nee, du trinkst es jetzt. Ich bin dabei. Nein, bist du nicht. Der dumme Sau. Das ist mir scheißegal. Trink jetzt das Wasser. Trink das jetzt bitte wirklich. Ich mache mir Sorgen um dein Hirn. Das ist ach, vielen Dank. Statement. Bitte nicht in unser gemeinsames Bett kotzen. Ah! Alter. Statement. Ich hoffe, der Götz schläft jetzt. Wollen wir nochmal in die Milch gehen? Ich würde schon. Das bleibt du dir überlassen. Nicht ganz. Ich würde, aber... Ich gucke dir jetzt beim Zocken zu, wir gehen morgen nochmal. Ich will jetzt dicke Menschen anschauen, wie sie sich am besten sie umbringen. Nein! Mann, jetzt geh doch schlafen. Du dumme Sau. Los, jetzt auf das Klo. Schreck. Schreck! Du bist ein Schreck, Alter. Schreck! Willst du jetzt boxen? Nein. Was mache ich denn hier nur? Du bist ein guter Mann. Ich wusste mal, der kann sich doch nicht mehr selber anziehen. Haben wir eigentlich denn einen Konsens? Und dieser Mann baut übrigens gerade mein Bett. Hier werde ich heute schlafen. Schlaf zwischen mit Unterhosen. Ich werde genau hier liegen. Du bist einfach wirklich ein guter Gastgeber. Du gibst einfach alles. Was steht da? Das Leben geht weiter, selbst wenn es humpelt. Man berät offenbar auch hinter den Kulissen, wie man damit am besten im Augenblick umgeht. Das ist richtig lustig. Weil du das ansprichst, Tatjana. Ich lache nicht. Schuldgefühle, die man möglicherweise auch ich hat. Ich bin ausgerüstet mit Bernd Hindert. Ist man ich und der Mann werden in die Berge flüchten und das passiert in Deutschland. Sich ins Benehmen gesetzt hat, gibt es da irgendwelche Mitteilungen, so, bitte ein abschließendes Statement zu diesem Abend. Ich bin froh, dass wir gegangen sind, bevor eine Person gekommen ist, wo es dann komplett eskaliert wird wegen dem Besuch. Das werden wir aber heute Abend nachholen. Oh ja, ja, dann geht's dem Mann aber genauso schlecht wie heute. Das ist doch scheißegal. Komm, wir saufen mir noch Glühwein davor. Glühwein. Heute eröffnet der Weihnachtsmarkt. Ja. Und ich schlafe heute in diesem nicht vorhandenen Bett. Ich habe mich mit dem Götz ja immer, wir haben kein Glühwein gesoffen, wir haben Pfeffi-Flaschen gekauft, mit Plastikbechern und so über den Weihnachtsmarkt gelaufen. Hauptsache man hat Spaß. Das ist ja kein Spaß. Das ist ja immer nur totale Vernichtung. Und am Freitag geht's in die Pfalz. Und dann schlafe ich 2 Tage draußen in den Bergen. Hast du nur mit meinem Spick? Der ist wundervoll. Ich würde dir ja gerne was abgeben, aber geht da leider nicht. Ich nehme gerne heute Nacht was. Ich nehme den Speck nicht an.